Zumindest sieht es sehr ähnlich aus. Berühmter Wissenschaftler tot aufgefunden. Verbindung zu Verbrecherbande. Heute Morgen kam es zu einer furchtbaren Entdeckung, als Samius, bekanntester Forscher, leblos in einer Seitengasse in der Nähe des Nachtlichtboulevards gefunden wurde. Die Streifen kenne ich doch irgendwoher. So schon auf vorbeigelaufen. Lane Calderson, 36, war einer der führenden Wissenschaftler des Unternehmens und sein Tod wird für dessen zukünftige Vorhaben bestimmt einen heftigen Rückschlag darstellen. Die Umstände seines Todes sind jedoch beunruhigend. Caldessons Körper wurde brutal verstümmelt und ein Symbol in seine blutige Stirn geritzt. Das Symbol konnte als Zeichen der Seed identifiziert werden, einer ortsansässigen Bande, die größtenteils in den Schwarzmarkthandel mit Drogen und Augmentierung verwickelt ist. Was treibt Calderson überhaupt in diesen Teil der Stadt, der für seine zwielichtigen Bars und Clubs bekannt ist? Ich glaube, du hast die Frage selbst beantwortet. Steckt mehr hinter dem Mord oder ist es ein klassischer Fall von zur falschen Zeit am falschen Ort? War etwa in die Machenschaften der Gang verwickelt? Und war seine Ermordung eine Warnung an alle, die sich mit den Sealers einlassen? Womöglich wird die ganze Geschichte nie ans Licht kommen, aber unsere Enthüllungsreporter werden an der Sache dranbleiben, während sich der Fall weiter aufrollt. Ein Leben nach der Augmentierung von der organischen Instandsetzung. Weshalb wir unsere Organismen in naher Zukunft möglicherweise reparieren können, sei es auf der organischen, histoiden oder zellularen Ebene. Seit einigen Jahrzehnten sind wir in der Lage, menschliche Organe in Laboren künstlich zu züchten, wobei wir vor kurzem vielversprechende Fortschritte in Bezug auf die Erforschung der molekularen Regeneration erzielt haben. Denkt man an dieser Stelle weiter, ist es durchaus realistisch, eine Produktion von auf natürliche Weise verbesserten Organen, wie beispielsweise stärkeren Armen oder schärferen Augen, in Erwägung zu ziehen, ohne dabei auf mechanische Implantate angewiesen zu sein. Die Forschung und Entwicklungsabteilung diverser Megakonzerne haben ihre Prioritäten bereits in diese Richtung gelenkt, wie zum Beispiel die Panacea Group, die von diesem Fortschritt ungemein profitieren und so weiter. Überraschung von Elian Lane. Lane, ich habe ausgezeichnete Neuigkeiten. Wir haben den Job. Wir werden nun offiziell an Du weißt schon was arbeiten. Ist das nicht fantastisch? Du und ich gemeinsam. Ich habe dafür gesorgt, dass ihnen bewusst wird, dass sie uns beide einstellen müssen, wenn sie einen von uns wollen. Und sie wissen dank unserer bisherigen Laufbahn auch, dass wir als Team viel mehr leisten können. Ich weiß, wir sehen uns morgen, aber ich konnte es nicht erwarten, dir das zu erzählen. Richte Jessica liebe Grüße von mir aus. Von Ellie an Lane, von Ellie an Jessica. Liebe Jessica, ich wollte dir nach Lanes Verscheiden meinen herzlichen Beileid aussprechen. Du weißt, wie nah wir uns standen. Für mich war er immer der Bruder, den ich nie hatte. Das, was geschehen ist, hat mich zutiefst erschüttert. Ich hoffe, du schenkst dem, was diese Arschgeier in den Medien über ihn verbreiten, keinerlei Beachtung. Wir wissen beide, dass er ein aufrichtiger und ehrlicher Mann war. Er hatte stets einen Funkel in den Augen, wenn er von dir sprach, und ich bin sicher, er wird über dich wachen, von wo auch immer er nun sein mag. Solltest du jemals jemanden zum Reden oder einen Schuld zum Ausweinen brauchen, ich bin für dich da. Ja, also wir sind wohl in das Zimmer eingebrochen, von dem der gestorben ist. Leider aber... Ah, was haben wir da? Software Impuls. High-End-Datenträger. 200 Erfahrungspunkte. Blub, dauert nicht mehr lange. Bogenförmiger Schuss, der besonders gut geeignet ist, um Schwärme zu vernichten. Zum Erlernen oder Upgraden anwenden. Nur im Cyberspace. Blub. Ja, dann würde ich auch ganz gerne wieder in Cyberspace reingehen, um zu gucken, wie das denn da auch funktioniert. Sonst sind hier keine Wohnungen? Nö. Ja. Oh. Wer bist denn du? Shame. Crying shame. She was one of the good ones. One of the best. Jemand gestorben? Wir waren gerade im Zimmer, von dem der gestorben ist. Aber ja, ist jemand gestorben? What? No. The restaurant was one of the good ones. Oh. They're shutting her down. Farewell, Tagliatelle al Salmone. Gonna miss you. Name's AJ, by the way. Wieso wird's dicht gemacht? Shh, not so loud. Shed a tear, sure, but don't let them see you asking questions. They'll have eyes out right now, for sure. If you want to talk wise, come. We can go to the Nightingale over there. It's a dump, but it's got more privacy than a black hole. Okay? Warum eigentlich nicht? Oh. Ach, da ist sie. Don't worry, I'm not trying to hit on you. This dump is the last place I'd take a girl on a date.
Ich bin nicht beunruhigt. Good. Anyway, that restaurant back there, Eden, quarantined. Quarantäne? Ist jemand einer Lebensmittelvergiftung erlegen oder so? No idea. They've got a tighter lid on this than an elephant on a manhole. I did some probing. This is my neighborhood, see? And found out that Eden got shut down after an impromptu health inspection. Warum so misstrauisch? Könnten auch bloß Schaben in der Küche gewesen sein. Girl, take that back. You ever eaten their gratin dauphinois? Was? The Eden chef was a magician. Cockroaches. Now, trust me, Blue. I've been in the digging business long enough to know when there's shit beneath me. Okay, listen. BioPharmTech did the inspection, got their own agents. But guess who was the food supplier for Eden? BioPharmTech. Now, why would they shut down one of their own customers? Why not just fix a health problem if they find one? Böses Blut, Vertuschung, wer weiß. Somebody does. Du hast mir nie erzählt, weshalb dich diese Story interessiert. I thought it was obvious. Everyone all over knows my game. I'm a reporter. Old school overthrow, that's me. Started my own news agency. Still, a one-girl show right now. Well, two, if I include you. I do my own running after scoops, dig in the dirt, you know. Finger on the street pulse, old school, baby. Not like those hackers in their mama's basements fighting for a freedom they'll never go outside to see. Klingt ja fast romantisch. Furchtlos tönt mich an. Hacker ziehen Resultate, indem sie unentdeckt bleiben, oder nicht? Was du tust, hört sich riskant an. Ja. Also gerade gegen Megacorporations. Wenn man da ein bisschen zu viel rumschnüffelt, dann ist man doch recht, ne? You think I don't get results? Hang out in corporate PR and see how much my name comes up. But true, Blue. We need both. The tech heads and the field girls. Wir sind beides in einem. And sure there are risks, but it's all about staying a nuisance, not a threat. That and knowing who you can walk over, who you can't. It's true, I'm on everyone's radar, but known faces are hard to cap, remember? Wie sieht der Plan aus? Wie willst du rausfinden, was im Eden vorgefallen ist? That's what I wanted to talk to you about. I'm kind of stuck right now. I tried speaking to the owner of Eden, but it's obvious he got paid to keep his mouth shut. And my informants are just as in the dark as I am. Also einbrechen, huh? And to make matters worse, the suits at BioPharm know me. Not the first time I've lifted their skirts. If I showed up at their office, they'd sooner toss me out of the window than talk to me. But you could help. Ich bin dabei. Was soll ich für dich tun? Awesome! Right, their main office is in high-rise, so start there. Ask a few questions. Be subtle, though. Don't barge in throwing around accusations. Doubt you'll turn up anything, but give it your best shot. And whatever you learn, come back and report. Okay, also noch eine Nebenquest. Das sind schön viele, muss ich schon sagen. Ich meine, wir hätten auch sofort hier weitermachen können. Aber, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich sollte aber nicht den Überblick verlieren. Wir sollten jetzt nicht nach High-Rise gehen, sondern erstmal die Sachen hier abschließen, die wir abschließen können. Ihre Quest zum Beispiel. Für ihre Quest. Da. Barbara lebt in. Also auch in High-Rise. Okay, dann gehe ich jetzt zu Nigel und Holmes, um wegen der Drogen und den anderen Sachen nachzufragen. Das heißt, ich spring mal nach Fixer's Hope. Und die beiden Sachen nachfragen ist für die Guter Cop, Cybercop Geschichte. Also, Holmes. Hey, Returner. Sie kennen nicht zufällig. What may I help you with this time? Sie kennen nicht zufällig ein Gegenmittel für Endorzin? Endorzin? You know it's for Cybernox, right? Anyway, yes, a counter drug does exist, but you shan't find it on the street. I could manufacture you some, but for that I'd need some actual endorzine. Bring me some and I'll brew you an antidote. It's the best I can do.
Okay, das klingt super. Wir wissen ja, wo wir es bekommen können. Wir springen einfach zurück in das... Na, wo war denn? Innenstadt oder Nachtlichtboulevard? Ich glaube, war im Boulevard vor dem Aphrodite. Oder? Ja, so halb. Zwischen Nightingale und Aphrodite. Milady, what will be your taste? Ich brauche ein Gegenmittel für Endozin. Und dann will ich das kaufen. Dann geht's wieder zurück. Fix das Hope. Und da modeln wir das Ganze wieder um. Hey, Returner. What may I help you with this time? Ich habe hier etwas Endozin. Können Sie daraus ein Gegenmittel machen? That I can. And for your past assistance, this one's on the house. Done. I've placed him in the small dark gun. You only have a handful of doses, so make sure you don't miss. Huh, nice. Waffen, Betäubungsgewehr. Pling. Das wäre... Nein, ich wollte nicht auf den Computer klicken. Ich wollte eigentlich nur raus. Und von hier aus dann zu Niles. Das wäre hier. Hallo, Niles. Hallo again, Dex. What can I do for you? Ich brauche Ihre Hilfe, um mein altes Armprothesemodell unschädlich zu machen. Sensortech 3DS 1200, huh? Yeah, they sure don't make these anymore. Good solid build, though. Look, I won't even ask why you're messing with one of those. Yeah, I'm afraid I don't know much about those. Let me check. Maybe I have an old brochure somewhere. Yeah, there you go. Take a look. It should show you the specs. You can see the frequency it operates at. That'll help if you've got a powerful radio transmitter nearby. Set it to that frequency and it'll overload the arm, just as long as it's within a decent range. Okay, und wir haben ja zufällig einen Radio-Tower, den wir mit T einstellen mussten. Das heißt, wir geben die Frequenz von der Broschüre ein, drücken T oder whatever. Dann ist er aktiv. Dann stunnen wir ihn mit dieser Stun-Gun und verprügeln ihn dann. Ich hätte ganz gerne vorher einen Boost, was meine Nahkampffähigkeiten angeht, weil ich werde ihn nicht mit AR irgendwie behelligen können, denke ich mal. Ach, ich habe doch schon 2 Punkte im Nahkampf. Das habe ich vollkommen vergessen. Mist, okay. Drücke Abwärtspfeil und linke Maustaste und die Dreier-Kombo haben wir jetzt auch schon. Dreier-Kombo ist dann ja der Haken, der mir vor ein paar Folgen aufgefallen ist. Ich dachte, das wäre ein normaler Haken. Ja gut, dann passt das. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich das mit einem guten Kopf, bösen Kopf machen will, zurück zu dem Tower. Aber nur, um aus dem Nummer sicher zu gehen, gehe ich zur Innenstadt und spreche nochmal mit dem Cop. Weil ich glaube, wir sollten eh Bericht erstatten, bevor wir da hingehen. How's everything going? Are you ready for a showdown, or you got more prepping to do? Ich hab's geschafft. Ich kenne jetzt die Frequenz seines Zerstörungsarms. Great. As long as there's some sort of radio transmitter around when you encounter him, you'll be able to use that frequency to overload his arm. Ich konnte das Gegenmittel für Endozin besorgen. Nice work, kid. You have one shot at this. Shoot him with a dart, and it should neutralize the effects of his endozine in a few seconds. Ich bin bereit, es mit ihm aufzunehmen. Good. Let's hope you're right, kid. Now, safest will be if you go back to the industrial zone. If Connor is coming for this Lydia, he's going to need to come up against the slicers at some point. If you do meet him, try to neutralize him just enough for the arrest. There's a thing or two I want to say to him face to face. But he sure as hell won't be holding off the trigger, so just do what you gotta do. Also er hätte es ganz gerne, wenn ich stunnen würde. Da passt doch was. Hi. Welcome back, Miss. Ich hätte gern deine EMP-Waffe.
und Munition für besagte MP-Waffen. Ja, ruhig gleich mehr, dann kann ich das auch später noch nutzen. Sonst Verbandskasten habe ich einen und ich habe noch Bier und Dürüm und ganz viel aufgespritzt. Nee, da brauche ich nichts. Aber die Stun-Gun sollte ich auf jeden Fall schon mal reinnehmen. Zuweisen auf 3. Und dich ausrüsten, weil das wird der erste Schuss sein, den ich mache. Danach muss ich den Radiosturm noch aktivieren. Dann verprügle ich ein bisschen und wenn er kurz davor ist, umzukippen, benutze ich die andere Stun-Gun, also die EMP-Gun. Okay, also es geht zurück. Ja, Taijo muss ich auch noch hin. Wegen dem Loverboy. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal, ne, jetzt das mit dem Kopf zu Ende machen. Wow! Ich kann ihn doch stunnen. So, du kriegst erstmal das da. Dann die hier. Und die ganzen kleinen Kram. In der Mission in Skyrim, ne? Jo. Kleinen Moment, ich muss kurz 3 Dutzend Hühner essen und Eier und Milch und... Britzel. Achso, das ist er gar nicht. Das sind random Gegner. WTF? Okay. Das ist doch nicht gut. Jetzt habe ich noch einen von diesen Schüssen, das er braucht. Und du stehst falsch. Uff. Okay. Ja, nicht gut. Wechsel ist dann genau nicht. Erstmal Türen. Keep up. So. Plopp, plopp. So. Dann mehr mit Stun arbeiten. Wobei, den könnte ich so erwischen. Oh, okay, man kann ihn nicht erwischen. Das macht das Ganze schon mal interessanter. Aber ich könnte versuchen, jetzt mit der EMP-Waffe zu arbeiten. Bist du noch da? Wollte nicht einer von euch näher ranlaufen? Genau, kann man hier ran, kann man hier ran. Nächsten Hacken. Wofür haben wir ein Hexhut, wenn nicht für sowas? Und nächsten Hacken. Komm. Okay, down. Puh. Also hätte ich die Rüstung nicht, wäre das jetzt ein richtiges Problem. Mit den Fokuspunkten. Oh, ja, mehr blocken, mehr blocken. Schlechtes Timing. Ja, krieg alle 3 rein, das ist gut. 1, 2, 3, Block. 1, 2, 3, Block. Nicht weit genug weggehen lassen, sonst macht er seinen Schuss. Level up. Level up bringt keine Heilung. Nein. Dann benutzt bitte mehr HP, weiteren Implantatslot. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Trotzdem vorher noch. Give up, give up, give up. Da. Alternativ könnte ich auch... Ich habe 2 Punkte bekommen. Ich könnte 1 Punkt hier reinsetzen. Führe einen mächtigen Tritt aus, der mir Schaden verursacht und den Gegner zurückstoßt. Drücke auf Pfeil und linke Maustaste. Ich vergesse schon immer unten zu drücken. Ich weiß nicht, ob ich da den Kick noch nutzen soll. Nahkampf beherrschen und mit den Schaden all der Nahkampfangriffe um 50%. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Ich nehme mal 1 Punkt in Nahkampf, damit ich nächstes Mal das steigern kann. Und dann 1 Punkt in mehr Fokus. Ja, mehr Fokus. Bestätigen. So, also denkt dran, unten und schlagen. Damit könnte ich ja auch vielleicht noch irgendwas reißen. Alle Türen sind wieder zu. Da können sie alles auch noch was getan haben.
Hätte ja funktionieren können. Oh, warum bist du so garstig? Ist das unpraktisch, wenn die einfach aus dem Bildschirm rausschießen können? Oh. In den Bogen getreten. Das klappt auch nicht immer. Im Wesen kann man sie noch einigermaßen treffen, wenn sie unten sind. Man muss sich nicht bücken oder so. Kann einfach weiter aufhalten. Loot-Chip-Druckwelle. Ich finde ein schönes Hightech-Zeug bei denen. Aufräumen leicht gemacht. Eine Attacke, die mächtig genug ist, um alle Viren um dich herum zu beseitigen. Einmalige Verwendung. Ein pfeilförmiger Schuss, der enormen Schaden verursacht. Verwenden. So, kannst ruhig nachladen. Also, Schlitzerlagerhaus. Was hatten wir hier? Hier war, glaube ich, noch ein kleiner Raum. Nee, hier ist ein bisschen mehr. Da war unten die Anlage. Aber kein Radioturm. Der Radioturm müsste oben sein. Ich hoffe mal, dass jetzt die Brücke ausfahrbar ist mit dem Knopf. Müssen wir mal schauen.